Er ist einer der geheimnisvollsten Dinosaurier, die jemals entdeckt wurden. Der Kopf wie der eines Krokodils. Meterlange Kiefer. Ein spektakuläres Rückensegel. Und alles in allem größer als ein Tyrannosaurus Rex. Uns ist kein lebendes oder ausgestorbenes Tier bekannt, das aussieht wie ein Spinosaurus. Der Spinosaurus. Von ihm wurde nur ein einziges Skelett gefunden. Und in einer einzigen Nacht wurde es für immer vernichtet. Ein katastrophaler Verlust für die Wissenschaft. Nach einem Jahrhundert der Suche ist jetzt in der Sahara ein weiteres Skelett entdeckt worden. Ist dieses Skelett freigelegt, wird es unser Wissen über dieses Tier völlig verändern. Bereits jetzt verändert es den Blick der Wissenschaft auf die Fähigkeiten von Dinosauriern. Wir untersuchen die Knochen und finden Dinge über Dinosaurier heraus, die wir nie für möglich gehalten hätten. Unsere Reise führt uns von der Wüste Afrikas bis nach Nazi-Deutschland. Über den Handel mit Fossilien bis hin zur innovativen digitalen Paläontologie. Wird es uns gelingen, das Rätsel um das größte Raubtier der Welt zu lösen? Die marokkanische Sahara, 7 Stunden östlich von Marrakesch. Eine abgelegene, karge Wüstenlandschaft. Verborgen unter dem endlosen Sand befindet sich jedoch eine Fundgrube für Fossilien. Aus diesem Grund ist der Paläontologe Nizar Ibrahim hergekommen. Er ist in das marokkanische Zentrum des Fossilienhandels nach Erfurt gereist, auf der Suche nach einem der seltensten und geheimnisvollsten Tiere, die jemals entdeckt wurden. Ein Raubtier, größer noch als Tyrannosaurus Rex. Sein Name, Spinosaurus. Selbst für einen Dinosaurier ist Spinosaurus eine der sonderbarsten Kreaturen, die man sich vorstellen kann. Dieses Tier ist eine sagenumwobene Bestie. Ich wage den Vergleich mit dem Ungeheuer von Loch Ness, Bigfoot oder dem Yeti. Es gibt Abbildungen, aber wir können uns auf kein existierendes Skelett berufen. Der Spinosaurus ist eines der großen Rätsel der Dinosaurier. Wir wissen, dass er enorm groß war und sonderbar ausgesehen hat. Darüber hinaus wissen wir aber wenig. Spinosaurus-Zahn. Überall in Nordafrika wurden scharfe, kegelförmige und sehr große Zähne gefunden. Verräterische Spuren dieses gewaltigen Raubtieres. Das Problem ist, dass nur sehr wenige Spinosaurus-Knochen entdeckt wurden. Nizar hat sich auf nordafrikanische Fossilien spezialisiert und die letzten 10 Jahre damit verbracht, Museen und Fossilienläden rund um die Welt auf der Suche nach Spinosaurus-Knochen zu durchstreifen. Ich habe mir alles angesehen, in der Hoffnung, etwas zu entdecken, das vor mir übersehen worden war. Ich habe begonnen, einen Grundentwurf des Skeletts zu erstellen, aber es fehlten so viele Teile, sehr frustrierend. Frustrierend, aber nicht ungewöhnlich für Nordafrika. In dieser Gegend versteinerte Überreste von Dinosauriern zu finden, ist bekanntermaßen schwierig. Wegen der gewaltigen Entfernungen und der brutalen klimatischen Bedingungen. Die berühmte Nadel im Heuhaufen. Nizar arbeitet mit dem Paläontologen Paul Serino, einem führenden Experten für afrikanische Dinosaurier, zusammen. Die Sahara erstreckt sich von hier aus buchstäblich in alle Richtungen über Tausende von Kilometern. Es gibt kaum Straßen. Man kann hier 8 Tage verbringen, ohne auch nur einen Knochen zu finden. Eine Herausforderung. Paul hatte mehr Glück als andere.
1997 entdeckte er ein Raubtier mit dem Namen Suchomimus im benachbarten Niger. Er fand auch den einzigen gut erhaltenen Schädel eines Carcharodontosaurus, der Schafzahnechse. Zusammen mit den Überresten riesiger Krokodile, fleischfressender Vögel und des Spinosaurus zeugen diese wenigen Fossilien davon, dass diese Gegend vor 95 Millionen Jahren einer der gefährlichsten Orte der Erdgeschichte war. Heimat von riesigen Fleischfressern, die große Teile Nordafrikas bevölkerten. Das ist möglicherweise beispiellos in der Erdgeschichte. Große Raubtiere sind tendenziell selten. Eine Population von großen Fleischfressern braucht viel Nahrung. So ein Ort konnte eigentlich nicht existieren. Ein Rätsel, das Nizar glaubt lösen zu können, sobald er ein weiteres Exemplar des mysteriösen Spinosaurus findet. Aber bevor sich Nizar weiter in die Wüste hinauswagt, führt ihn seine Suche nach Deutschland. In das Schloss eines exzentrischen Adligen namens Ernst Stromer. Das Wenige, was wir über Spinosaurus wissen, beginnt mit ihm. Ernst Stromer war ein deutscher Paläontologe. Er war ein wahrer Entdecker, der Fossilien in unberührtem Boden finden wollte. Es ist das Jahr 1910. In Deutschland ist es schwer, Fossilien zu finden. Aber von jenseits des Mittelmeers, aus der Wüste Ägyptens, hört man Berichte von riesigen antiken Felsformationen. Stromer kann es kaum erwarten, sie zu erkunden. Er sucht nicht nach Dinosauriern, sondern nach frühen Säugetieren, um ihre unterschiedliche Entwicklung zu dokumentieren. Mithilfe des österreichischen Fossiliensammlers Richard Markgraf untersuchte er mehrere Orte. Der vielversprechendste, laut ihrer primitiven geologischen Landkarte, schien die Baharia-Oase am Rande der Sahara zu sein. Stromer war es gewohnt, in schöne Restaurants in München zu gehen und in einem Schloss zu wohnen. Hier war er nun mitten in der Wüste. Es war heiß, er war hungrig. Die Kamele waren ihm zu langsam, eine schwierige Situation für ihn. Stromers Aufzeichnungen dokumentieren jeden Schritt seiner dreiwöchigen Reise durch die Wüste. Er schreibt von Regengüssen, Sandstürmen und seiner Frustration über seine Mannschaft. Aber als er schließlich Baharia erreicht, wendet sich das Blatt. Stromer findet als einer der ersten Belege für die bewegte Vergangenheit der Sahara und der Tiere, die sie einst bevölkerten. Ich habe eine rote Ablagerung entdeckt, unter der Haifischflossenstachel, Fischzähne und, zu meiner Freude, auch Rückenwirbel kleiner Reptilien verborgen liegen. Und am 18. Januar um 20.40 Uhr... Ich habe drei große Knochen gefunden, die nebeneinander lagen. Einer wahrscheinlich ein Oberschenkelknochen. Stromer stößt unter den Felsen auf riesige Schenkelknochen, Rippen, Wirbel und Krallen. Sie stammen nicht von frühen Säugetieren, sondern von etwas viel Größerem. Offenbar sind dies die ersten Dinosaurier Ägyptens. Ich habe keine Ahnung, wie ich diese gigantischen Fundstücke konservieren soll. Stromer verließ die Oase mit erstaunlich gut erhaltenen Dinosaurierknochen. Er wusste nicht annähernd, wie alt diese Gesteinsschichten waren. Aus einem ganz anderen Grund aufgebrochen, fand er einen der sonderbarsten Dinosaurier überhaupt. Und das erkannte er. Stromer beschäftigte sich von nun an mit Dinosauriern und entsandte Markgraf zu weiteren Expeditionen nach Baharia. Zusammen konnten sie der Welt viele neue Dinosaurierarten präsentieren. Den großen Pflanzenfresser Ägyptosaurus, den Räuber Bahariasaurus und Carcharodontosaurus.
Und schließlich den größten und seltsamsten Dinosaurier. 1912 machte Markgraf im 95 Millionen Jahre alten Sandstein von Bahia einen bemerkenswerten Fund. Lange Teile einer Wirbelsäule, riesige Rippen, spitze Zähne und einen gut erhaltenen Unterkiefer. Zurück in München verbrachte Stromer mehrere Jahre damit, diese einzigartige Kreatur wieder zusammenzufügen. Er beschreibt ein Tier mit Kiefern wie denen eines Krokodils. Glatten, kegelförmigen Zähnen. Scharfen Krallen. Und fast 2 Meter langen Wirbelfortsätzen, die ein prächtiges Rückensegel stützten. Seine Gesamtgröße übertraf die eines jeden anderen fleischfressenden Dinosauriers. Einschließlich Tyrannosaurus Rex, der erst kürzlich in Nordamerika entdeckt worden war. Stromer verstand es, sich mit Hilfe der Fundstücke ein Gesamtbild dieses Tieres zu machen. Er begriff, dass er es mit etwas Einzigartigem zu tun hatte. 1915 gibt Stromer seinem Tier den Namen Spinosaurus aegypticus, ägyptische Dornenechse. In den folgenden Jahrzehnten wird das Skelett zu einer beliebten Attraktion im Naturhistorischen Museum in München. Doch als die Nazis an die Macht kommen, ändert sich alles. Wir sind hier in der Neuhauser Straße 51 in München. Genau hier wurde das Spinosaurus-Skelett aufbewahrt. Es war eine großartige Sammlung, eine der größten naturhistorischen Sammlungen in Europa. Stromer war sehr stolz auf das, was er gefunden hatte, und versuchte alles, um seine Exponate an einen sicheren Ort bringen zu lassen. Aber der Museumsdirektor, ein begeisterter Nazi, weigert sich, die Fossilien zu entfernen. In der Nacht des 24. April 1944 werfen alliierte Flugzeuge tausende Bomben auf München. Das Museum wird zerstört. Spinosaurus ist für die Nachwelt verloren. Dies ist die einzige erhaltene Aufnahme des ausgestellten Spinosaurus-Skeletts. Man stelle sich vor, da forscht man jahrzehntelang und in einer Nacht ist alles zerstört. Stromer starb 1952. Seine Aufzeichnungen und Fotografien blieben erhalten. Aber ohne Skelette, die Ausstellungshallen schmücken, oder Fossilien zum Studium, stehen seine Dinosaurier im Schatten von Tyrannosaurus Rex und anderen bekannteren Giganten. Man wirft einen flüchtigen Blick auf etwas und schon ist es verschwunden. Für einen Paläontologen frustrierend. 60 Jahre später geben Spinosaurus und die furchterregende Welt, in der er lebte, immer noch Rätsel auf. In den letzten Jahrzehnten tauchten überall in Nordafrika Spinosaurusknochen auf. Zähne, Wirbel und dieser Teil eines Schädels. Vereinzelte Fundstücke, überwiegend ausgegraben von Amateurfossilienjägern. Sie wurden auf dem Schwarzmarkt an private Sammler verkauft. Aber dann änderte sich alles. Cristiano Dal Sasso vom Naturhistorischen Museum in Mailand bekam von einem italienischen Fossilienhändler eine große Sammlung an Knochen. Ihm wurde gesagt, sie stammten aus Marokko, wahrscheinlich illegal ausgeführt. Sie scheinen alle von demselben Tier zu stammen. Und sie weisen große Ähnlichkeit zu Stromers verlorenem Spinosaurus auf.
Cristiano nimmt schnell Verbindung zu Nizar auf, von dem er weiß, dass er sich in den letzten 10 Jahren intensiv mit Spinosaurus-Knochen beschäftigt hat. Sie sagten mir, dass es sich um einen großen Raubsaurier handelt und dass ich ihn sehen sollte. Also reiste ich mit meinem kleinen Doktorandenbudget nach Italien und fand dort eine wirklich erstaunliche Anordnung von Knochen auf einem Tisch liegen. Lange Wirbelfortsätze, Beinknochen, Fußknochen, Schädelfragmente. Eine Ansammlung von Fossilien, sogar noch vollständiger als die von Stromer. Ich war verblüfft. Es verschlug mir den Atem. Ich dachte nur, mein Gott, ist es das, was ich denke? Überzeugt davon, dass es sich um einen Spinosaurus handelt, lässt Nizar alle 60 Knochenfragmente in Paul Serinos Labor an der Universität von Chicago bringen, um sie genauer zu untersuchen. Als dieses Exemplar eines Spinosaurus auftauchte, klappte uns die Kinnlade runter. Das ergab alles keinen Sinn. Serino erwartete, dass Spinosaurus Suchomimus ähneln würde, dem anderen Fleischfresser, den er in Nordafrika entdeckt hatte. Suchomimus lebte 15 Millionen Jahre vor Spinosaurus, vor etwa 110 Millionen Jahren. Auch er hatte eine lange Schnauze, kegelförmige Zähne und ein Rückensegel. Deshalb war Serino der Meinung, dass es sich tatsächlich um einen Verwandten von Spinosaurus handeln muss. Spinosaurus jedoch hatte die Anpassung auf die Spitze getrieben. Uns wurde schnell klar, dass es sich hier um keinen gewöhnlichen Dinosaurier handelt. Das Team konnte sofort erkennen, dass einige der Spinosaurus-Knochen zu denen auf den alten Fotografien von Stromer passten. Besonders die charakteristischen Wirbelknochen. Jetzt hatten sie auch noch Knochen, die Stromer nie hatte. Aber all diesen Knochen fehlte eine entscheidende Information. Wo stammten sie her? Die meisten Fossilien in Marokko werden von privaten Sammlern gefunden und auf dem freien Markt gehandelt. In diesem Fall geht eine entscheidende Information verloren. Um einen Dinosaurier wirklich erforschen zu können, müssen wir auch das Gestein untersuchen, aus dem er stammt. Nizar hat keine Ahnung, woher die Knochen stammen. Aber als er sie näher untersucht, entdeckt er etwas, das ihm unheimlich bekannt vorkommt. Der Querschnitt der Wirbelknochen wird von ungewöhnlichen Linien durchzogen, vielleicht versteinerte Spuren von Adern. Niemand weiß genau, was das ist, aber für Nizar ist es ein eindeutiger Beweis. Er erinnert sich an ähnliche Knochen, die er vor einigen Jahren in Marokko gesehen hatte. Ich hatte so etwas schon einmal gesehen, bei einem kleinen Knochenstück wie diesem hier. Ich fragte mich, ob es sich wohl um dasselbe Tier handeln könnte. Wenn beide Knochen zu ein und demselben Exemplar gehören, wäre Nizar vielleicht in der Lage, den Fossilienjäger ausfindig zu machen, der es ausgegraben hat. Die einzige Person, die Nizar zu der exakten Stelle führen kann, von der Dinosaurier stammt. Eine weit hergeholte Vermutung. Dennoch ist sie es wert, erneut nach Erfu zu reisen. Nizar muss sich den Kopf zerbrechen, um sich an den Fossilienhändler zu erinnern, der ihm damals das Knochenstück gezeigt hat. Er kann sich vage an einen großen Mann mit Schnurrbart und einer weißen Tunika erinnern. Mir war schnell klar, dass diese Beschreibung auf viele Männer in Erfu zutraf. Alle dachten, ich wäre verrückt. Das gab es noch nie. Seit vielen Jahren werden marokkanische Fossilien beschrieben und noch nie war jemand in der Lage, sie bis an den Fundort zurückzuverfolgen. Mit Hilfe des britischen Paläontologen Dave Martell und dem Marokkaner Samir Souhri zieht Nizar von Dorf zu Dorf und von Geschäft zu Geschäft, um einen Hinweis auf den Aufenthaltsort des Fossilienjägers zu bekommen. Ich bin auf der Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Eigentlich nach der Nadel in der Sahara. Angesichts der unklaren Exportgesetze in Marokko muss Nizar vorsichtig vorgehen. Den Händlern ist es erlaubt, alle geläufigen Fossilien auszugraben und zu verkaufen. Trilobiten, Ammoniten, sogar Dinosaurierzähne.
Aber Fossilien ohne Genehmigung zu exportieren ist verboten. Selbst wenn Izar den Mann findet, bedeutet das nicht, dass er auch bereit ist zu helfen. Das sind große Zähne. Da sind einige schöne Exemplare dabei, aber es sind alles Einzelstücke. Es gibt keine dazugehörigen Skelette. Hier kommt unser Skelett bestimmt nicht her. Die Spur bei diesem Fossilienhändler ist kalt. Nisa entschließt sich, in den Süden von Erfurt zu fahren, in Richtung der marokkanisch-algerischen Grenze, wo die meisten Fossilien gefunden werden. Ist das ein Gräber? Ja. Dann wird er wissen, wo er hin muss. Die Fossilienjäger hier haben keine spezielle Ausbildung. Mit Schaufeln und anderen groben Werkzeugen graben sie Tunnel direkt in den Fels und holen so viele Fossilien heraus, wie sie können. Oft beschädigen sie sie dabei. Die Fossiliengräber sind auf ihre Einnahmen angewiesen, die Paläontologen ihrerseits auf die Gräber. Die meisten der Fossilien werden nicht professionell ausgegraben. Wenn diese Leute es nicht tun, dann sammelt niemand diese Dinge systematisch ein. Bislang gibt es keine Spur von dem geheimnisvollen Fossilienjäger. In Erfurt ist Nisa kurz davor aufzugeben. Ich überlege, was ich jetzt tun soll. Ich bin wieder ganz am Anfang. Genau in diesem Moment, meinem absoluten Tiefpunkt, läuft dieser Mann an mir vorbei. Nach ein paar Sekunden wurde mir klar, dass das der Mann war, den ich suchte. Entgegen aller Erwartungen erinnert sich der Mann tatsächlich an das Treffen mit Nisar vor mehreren Jahren. Auch daran, dass er ihm das von Linien durchzogene Knochenstück gezeigt hat. In der Tat hat er auch den Rest des Skeletts ausgegraben. Kaum zu glauben. Aus Angst davor, dass das Skelett illegal außer Landes geschafft worden sein könnte, besteht der Mann darauf, dass seine Identität geheim bleibt. Nisa versucht ihn auf Arabisch davon zu überzeugen, ihn zu dem Ausgrabungsplatz zu führen. Er fürchtete, Probleme zu bekommen, wenn ihn jemand erkennt. Ich habe ihm erklärt, dass dies keine Verkaufssituation ist. Ich möchte die Fossilien lediglich studieren und wissen, woher sie genau stammen. Danach werden sie in ihr Ursprungsland zurückkehren. Schließlich stimmt der Mann zu, Nisa an die Stelle zu führen, wo er die Fossilien aus dem Boden geholt hat. Nach fast einer Stunde Fahrt, meist quer durchs Gelände und einem 30-minütigen Fußmarsch an den Berg hinauf, führt der Händler Nisa zu einem unscheinbaren Loch im Hang. Innerhalb von Minuten finden sie in der Umgebung der Ausgrabungsstelle Knochenfragmente und Zähne, mit hoher Wahrscheinlichkeit alle von Spinosaurus. Das ist Wahnsinn. Ich kann es noch gar nicht glauben. Der Händler erklärt, dass zwei Leute 2 Monate lang gegraben haben, um das Skelett herauszuholen. Dann hat er es an einen italienischen Fossilienhändler verkauft, für umgerechnet 13.000 Euro. In Bezug auf die Vollständigkeit ist das das Beste, was er je gefunden hat. Sonst findet man nur einzelne Knochen und Fragmente. Dass wir den Fundort des Skeletts herausfinden konnten, ist bemerkenswert. Das liefert uns die dringend benötigten Informationen über das ökologische Umfeld des Spinosaurus. Innerhalb von Monaten scharrt Nisar, Paul Serino, Cristiano Dal Sasso aus Mailand und Kollegen aus Großbritannien und Marokko um sich, um eine sorgfältige Ausgrabung durchzuführen. Hier ist es. Wow. Ihr Ziel ist es, Gestein und Landschaft zu untersuchen, um herauszufinden, wann und wie Spinosaurus gelebt hat und um weitere Knochen zu finden.
Statt wie die Fossilienjäger einen Tunnel direkt in den Fels zu schlagen, beginnen die Paläontologen ihre Ausgrabungen an der Oberfläche. Das sind Ablagerungen. Sehr hartes Gestein, das sich über der Schicht befindet, in der die Spinosaurusknochen lagen. Wir erweitern die Öffnung zu der Höhle, um an den Bereich zu gelangen, in dem die Knochen gefunden wurden. Wenn wir diese Schicht abgetragen haben, sollten wir fündig werden. Am Fuße des Hügels siebt Dave Martill Tonnen von Geröll, das die einheimischen Ausgräber bereits zur Seite geworfen haben. Das ist der Aushub, den derjenige, der die Entdeckung gemacht hat, wegwarf, um an die Knochen zu gelangen. Ich denke nicht, dass er dabei vorsichtig genug war. Deshalb arbeite ich mich nochmals hindurch. Nach mehreren Stunden wird Dave fündig. Teile von kegelförmigen Zähnen, sogar ein Stück von einem Kieferknochen. Alles vom Spinosaurus. Sogar mit solch kleinen Teilen habe ich die Möglichkeit, den gesamten Zahn nachzubilden. Das habe ich vor. Ich muss mich nur noch durch 3 Tonnen Material sieben. Die Wissenschaftler untersuchen tagelang die Felsen, um möglichst viele Stücke des Skeletts zu finden und zusammenzufügen. Cristiano legt einen der charakteristischen Wirbel des Spinosaurus frei. Ähnlich dem, den Isar Jahre zuvor gesehen hatte. Dieselbe Form und Größe wie bei dem Exemplar, das wir bereits gut kennen. Eine weitere Bestätigung dafür, dass wir gefunden haben, wonach wir suchen. Während sie die Knochen zusammentragen, sehen sich die Wissenschaftler auch sehr genau die Umgebung an. Zusammen mit Spinosaurus lagen die unterschiedlichsten Arten von Fossilien im Gestein. Auch solche, die man auf einem Berg in der Sahara nicht vermuten würde. Hier sind überall Muscheln. Das ist ein kleiner Seeigel. Seeigel. Mollusken. Schön, ein Nautilus. Fossilien von Meerestieren aus der Kreidezeit. Vor 95 Millionen Jahren. Zu dieser Zeit lag der Meeresspiegel 100 Meter höher als heute. Viele dieser Orte lagen unter Wasser, überflutet von Flüssen und Seen und einem gigantischen Urozean. Fossilien desselben Alters, die überall in Nordafrika gefunden wurden, legen den Schluss nahe, dass dieses üppige Ökosystem sich einst von Marokko bis nach Ägypten erstreckt haben muss. Und Spinosaurus und all die anderen riesigen Raubtiere bevölkerten dieses Gebiet. Fleischfresser und noch mehr Fleischfresser. Ein Horrorszenario, geprägt von Vernichtung. Ein erstaunliches Bild offenbart sich da. Das Problem ist, dass sich die Paläontologen eine solche Szenerie immer noch nicht erklären können. Sie haben all diese Fossilien von Fleischfressern gefunden, aber nur relativ wenige Pflanzenfresser, von denen sie sich hätten ernähren können. Schon Stromer war sich dieses Rätsels bewusst. Da sind überall diese Fleischfresser und es gibt offensichtlich keine passende Nahrung für sie. Es sei denn, sie haben etwas anderes gefressen. Überall Muscheln. Es finden sich eine Menge Meeresfrüchte unter den Fossilien. Aber auch viel größere Meerestiere, wie Quastenflosser, Sägefische und Lungenfische. Die perfekte Mahlzeit für jeden Dinosaurier, der es schafft, sie zu fangen. Die Idee, dass der Spinosaurus mit seiner krokodilartigen Schnauze und den kegelförmigen Zähnen dazu in der Lage gewesen sein könnte, war bereits Stromer gekommen. Ich habe noch mehr von diesem Zahn.
Aber noch niemand hat den Beweis dafür gefunden, dass irgendein Landsaurier große Teile seines Lebens im Wasser verbracht haben könnte. Wenn die Knochen zeigen, dass Spinosaurus eben dies getan hat, wäre er der Erste. Und das würde helfen, das Rätsel um die Raubsaurier Nordafrikas zu lösen. An der Universität von Chicago beginnt das Team sofort damit, die Fossilien zu präparieren und zu analysieren. Sie suchen nach Hinweisen, dass Spinosaurus im Wasser gelebt haben könnte. Ein Jahrhundert nachdem Ernst Stromer als erster Spinosaurus erforschte und beschrieb, steht Nizar und Paul endlich ein neues Skelett für ihre Forschungsarbeit zur Verfügung. Stell dir vor, wir würden das alles in einer Nacht verlieren. Wenn hier die Gefahr eines Bombenangriffs bestünde, würden wir diese Fossilien in der tiefsten Höhle verstecken. Ihre erste Aufgabe ist das Kopieren der Knochen. Während Stromer die Knochen einzeln beschrieben hat, benutzen Nizar und sein Team einen CT-Scanner, um die einzelnen Knochen zu digitalisieren und von jedem ein bis auf einen Millimeter genaues dreidimensionales Abbild herzustellen. Im Labor beginnt der Paleokünstler Tyler Keeler, hunderte Dateien zu bearbeiten und einen virtuellen Spinosaurus zu erstellen. Wir sind erst kürzlich in das digitale Zeitalter der Dinosaurier-Rekonstruktion eingetreten. Wir können jetzt vom Knochen über ein digitales Modell des Knochens zu einem digitalen Skelett gelangen, das sich sogar bewegen kann. Wir können es laufen lassen und am Ende sogar mit Haut versehen. Das Skelett ist zu 40% vollständig. Überraschend viel verglichen mit den meisten Skelettfunden. Das digitale Modell ermöglicht es dem Team, das Skelett noch erheblich weiterzuentwickeln, sogar Knochen hinzuzufügen, die sie gar nicht haben. Das Team benutzt auch Stromers Originalfotos, um die Knochen bei ihrem Exemplar zuzuordnen. So können Teile des Kiefers und der Wirbelsäule ergänzt werden. Bei Teilen des Rückens nehmen wir Stromers Bilder zur Hilfe. Etwa hier? Genau, das kommt von Stromer. Scans von Suchomimus, einem Verwandten von Spinosaurus, helfen, den Schädel zu komplettieren. Im hinteren Teil befindet sich der Hirnschädel von Suchomimus. Alles zusammen, das neu gefundene Skelett, Stromers Fund, Suchomimus und weitere einzelne Knochen ergeben im digitalen Skelett ein Tier, das genauso außergewöhnlich ist, wie Stromer es sich vorgestellt hatte. Das von der Schnauze bis zur Schwanzspitze 15 Meter lange Modell bestätigt, dass Spinosaurus das größte Raubtier war, das jemals unseren Planeten bewohnt hat. Sogar noch 3 Meter länger als Tyrannosaurus Rex. In der Biologie spielt Größe durchaus eine Rolle. Welches ökologische Umfeld hat die Existenz eines so großen Tieres ermöglicht? Damit wären wir wieder bei Stromer. Wie bekommt man all diese Giganten von der Größe eines Tyrannosaurus Rex satt? Stromer mutmaßte, dass sich Spinosaurus von Fisch ernährt haben könnte. Aber kann man das an den Knochen erkennen? Am besten, man beginnt bei einem der Füße. Die Unterseite ist flach. So etwas habe ich noch nie gesehen. Was hat das an diesem Dinosaurier zu suchen? Die meisten räuberischen Dinosaurier bewegten sich auf schmalen Füßen mit gebogenen Krallen. Dieser Fuß ist völlig flach. Ganz untypisch. Um sich einen Reim darauf machen zu können, vergleichen die Wissenschaftler ihren Fund mit anderen, noch lebenden oder erst kürzlich ausgestorbenen Tieren. Sie beginnen mit dem engsten noch lebenden Verwandten der Dinosaurier. Zunächst fallen einem Vögel ein. Sie laufen auf 2 Beinen und wir vermuten, dass diese räuberischen Saurier auch Federn hatten. Ihre flachen Füße erweisen sich bei watenden Vögeln wie den Flamingos als sehr praktisch. Sie helfen ihnen, auf dem feuchten Boden das Gleichgewicht zu halten.
Im Afrika der Kreidezeit könnte Spinosaurus seine Füße auf dieselbe Weise benutzt haben. Es ist eine sinnvolle Interpretation, dass ein flacher Fuß einem Tier, besonders einem großen Tier wie Spinosaurus, dabei hilft, über schlammigen Boden zu laufen. Man will ja nicht stecken bleiben. Um noch mehr Beweise zu erlangen, schauen sich die Wissenschaftler weitere lebende Verwandte des Spinosaurus an. Panzerechsen, die sich vor 200 Millionen Jahren vom Stammbaum der Dinosaurier abspalteten. Tiere wie diesem 115 Kilogramm schweren zahmen Alligator namens Bubba. Bubba ist so etwas wie ein Botschafter seiner Art, der es Paul und Nizar erlaubt, viel dichter an ein großes Reptil heranzukommen, als sie vermutlich sollten. Bubba ist so freundlich, für uns seine Hand zu heben und seine Zehen zu spreizen, damit wir die Anatomie einer lebenden Panzerechse besser erkennen können. Das Potenzial der Schwimmhäute an seinen Füßen. Seine glatten, kegelförmigen Zähne. Keine Beulen, keine Furchen. Gut geeignet, um Fisch zu fressen. Sein langer, schmaler Schädel. Je mehr sich eine Panzerechse auf Fisch spezialisiert hat, desto schmaler und länger ist der Kopf. Damit der Wasserwiderstand so gering wie möglich ist. Sogar die Sensibilität seiner Schnauze. Die kleinen Punkte auf jeder Schuppe sind spezielle Sinneszellen. Und bei Spinosaurus kann man all diese Öffnungen im vorderen Bereich der Schnauze erkennen. Sie dienen dazu, Bewegungen im trüben Wasser wahrnehmen zu können. Der Schwanz könnte auch hilfreich gewesen sein. In Verbindung mit den flachen Füßen könnte er Spinosaurus elegant vorangetrieben haben. Aber was ist mit dem riesigen Rückensegel? Weder Vögel noch Krokodile haben so etwas. Rückensegel haben sich oft unabhängig entwickelt. Warum, ist nicht immer klar. Um Fett zu speichern, als Schutz vor Hitze, als Warnung für andere Raubtiere oder um mögliche Partner zu beeindrucken. Ein wahrscheinlicher Nutzen von dünnen, schmalen Dornfortsätzen wie diesen. Ich denke, es diente der zur Schaustellung, um größer zu wirken. Vielleicht eine Art Wettstreit unter den Männchen. Nach diesem Tiervergleich und nachdem das digitale Modell vollendet ist, bleibt nur noch eines zu tun. Die Knochen müssen nach Marokko zurückgebracht werden. Aber das Team ist nur mit einem Computermodell nicht zufrieden. Dank technischer Einrichtungen in Chicago und Toronto wird der virtuelle Spinosaurus zum ersten lebensgroßen räuberischen Dinosaurier, der je auf der Basis eines digitalen Modells hergestellt wurde. Erst als Paul und Nizar ihn das erste Mal aus nächster Nähe sehen, wird ihnen bewusst, wie groß und seltsam Spinosaurus wirklich war. Er ist vorderlastig. Wir haben hier ein 2,50 Meter hohes Segel aus massivem Knochen, einen länglichen Rumpf, länger als der anderer Dinosaurier, riesige Vordergliedmaßen, die größten aller Dinosaurier, ein langer Nacken und dann ein langer Schädel wie ein Ausleger. Wo bleibt da die Balance? Das Skelett zwingt die Wissenschaftler, erneut darüber nachzudenken, wie Spinosaurus sich fortbewegt haben könnte. Sieht man das Skelett, wird klar, dass sich die Fortbewegung sehr von der anderer Dinosaurier unterschieden haben muss. Möglicherweise brauchte er seine langen vorderen Gliedmaßen zur Fortbewegung. Völlig neu für räuberische Dinosaurier, die nach bisheriger Meinung auf zwei Beinen liefen. Obwohl er von den zweibeinigen, fleischfressenden Dinosauriern abstammt, könnte er diese zum Greifen bestimmten Hände zum Laufen genutzt haben. Andernfalls wäre er auf seine Krokodilschnauze gefallen. Das wäre natürlich nur an Land der Fall. Diese Erkenntnis ist ein weiterer Hinweis darauf, dass Spinosaurus anders ist als jeder andere Dinosaurier.
Es scheint, als habe er das Land verlassen, um sich über Jahrmillionen so zu entwickeln, dass er im Wasser leben konnte. Aus jeder anderen großen Tiergruppe haben Vertreter den Weg ins Wasser gewählt. Aber es gab zuvor nie einen Dinosaurier mit einer Flosse zum Schwimmen. Keinen einzigen mit einem Merkmal, das auf eine Anpassung ans Wasser hinweisen könnte. Dies ist der erste und das ist sehr aufregend. Diese Entdeckung liefert die lang erwartete Erklärung dafür, wie Spinosaurus mit all den anderen Raubtieren im Afrika der späten Kreidezeit um Beute gekämpft hat. Es ist ganz einfach. Er hat es nicht getan. Einige große Dinosaurier werden Jagd auf das begrenzte Fleischangebot der Region gemacht haben. Spinosaurus ist wohl nur an Land gekommen, wenn er es musste, um Eier zu legen oder in einen anderen Fluss zu gelangen. Im Wasser war er perfekt angepasst und es stand ihm ein unbegrenztes Angebot an Fisch zur Verfügung. Wenn einer sich von Fisch ernährt und der andere von großen Dinosauriern, sind sie keine Konkurrenten. Also können mehr große Fleischfresser denselben Lebensraum bevölkern. Paddelartige Füße und ein kräftiger Schwanz treiben ihn im Wasser voran. Sensoren in der Schnauze helfen ihm, seine Beute zu finden. Und genau im richtigen Moment tut Spinosaurus das, wozu sein Körper wie geschaffen ist. Die Größe, die eigenartigen Proportionen, die ungewöhnlichen Füße, der große Schwanz. Wenn man die Welt von Spinosaurus begriffen hat, wird alles klar. Nun ergibt auch Spinosaurus selbst einen Sinn. Es war eine Odyssee über 3 Kontinente und hunderte Millionen Jahre. Aber schließlich kann er seinen Platz unter den Giganten einnehmen. Es ist vielleicht der eigenartigste und größte räuberische Dinosaurier, der zu unseren Lebzeiten entdeckt wurde. Aber die Geschichte, die damit verbunden ist, der Mann, der mit den ersten Knochen in Verbindung steht, die Weltkriege, die geschmuggelten Fossilien, das ist eine Geschichte mit so vielen Ebenen, das wird schwer zu toppen sein. Die Öffentlichkeit konnte sich nie wirklich etwas unter Spinosaurus vorstellen, weil er nicht real war. Er war eher wie ein konstruierter Drache. Aber mit diesem Skelett wird sich das ändern. Es wird unsere Vorstellungskraft beflügeln. Spinosaurus, der erste im Wasser lebende Dinosaurier. Der größte Räuber der Kreidezeit.